haben jetzt einen Gast. Er ist Producer von verschiedenen Größen des deutschen Showbiz. Ich kenne ihn auch schon seit einigen Jahren. Er war mal Kabelträger beim Südwestfunk in Baden-Baden. Wir wollen ihn fragen, warum er nicht dabei geblieben ist. Produzent von Tommy Gottschalk, Holm Dressler. Wobei wir mal bei der Frage sind, ist Holm eigentlich der richtige Name? Holm, das erinnert mich irgendwie so an so ein Gerät beim Segeln. Richtig, Holm. Es gibt auch Bornholm und alles Mögliche. Ist zu Holm ab zum Gebet zum Beispiel. Nein, daran schuld ist meine Oma. Die war der Meinung, dass meine Eltern, die Helga und Hilmar heißen, und dass ich einen Bruder habe, der heißt Holger, dass da irgendwas fehlt. Hilmar, Helga, Holger. Holmer. Nein, Holmer würde nicht gehen. Hilmar, Helga, Holger, alle müssten mit H anfangen. Es müsste auch in irgendeiner Musikalität passen. Hilmar, Helga, Hilmar, Helga, Holger. Solche Namen konnte man in den 30er Jahren vergeben. Ja, also das war 1949 im Dezember. 49, nach der Währungsreform mit den 40 Mark in der Tasche. Aber der hat nicht ganz mitbekommen. Ja, na, ich meine, für deine Eltern muss das ja ein Fest gewesen sein. Aber das ist noch heute. Liebe Brot der Armen. Ja, ich weiß nicht so recht, ob das so war, aber... Ich glaube, ein Fest war es schon. Du bist jetzt einer der ideenreichsten, liest man zumindest, auch Regisseure und Producer, betreust etliche Sendungen von Gottschalk über Naseform, die gibt es ja nicht mehr, früher Nasiste, na sowas und na was soll denn das? Das ist eine Sendereihe, ja. Die wir noch in Planung haben. Besteht da nicht die Gefahr, dass man in der eigenen Kreativität irgendwann mal erstickt? Nein, man kann klauen voneinander. Also was ich vor 3 Jahren in der Sowas hatte, nämlich heute bei der Serie Gottschalk in RTL Plus. Nein, nicht ganz, ist es so. Man ist immer kreativ, wenn man eigentlich permanent an der Sendung arbeitet und man beklaut sich vielleicht, man braucht ja nicht bei anderen klauen. Nee, ich klaue ja auch nicht bei euch. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, wenn ihr jetzt eine große Sendung, wie Wetten, das... da kommen doch die großen Stars. Die kommen natürlich gerne, weil da so viele gucken, nicht? Ja, die kommen schon, nicht deinetwegen oder auch nicht wegen Tommy. Die kommen ganz einfach, weil 18 Millionen oder manchmal 20 Millionen Leute, da können sie Schlager verkaufen. Haldal war auch schon da. Ja, war auch schon mal da, aber kein Schlager verkauft. Ja, ich bin ja mal gut als Lückenböser, wenn... Ja, ich glaube, haben mich am Freitag angerufen. Warren Betty mal wieder irgendein Weltstar in die Knie gegangen ist, dann... Ich kann ja immer. Ja, genau. Wir haben da die Telefonnummer und dann kann man mit Karl Dahl kommen, kannst du anrufen am Freitagabend. Der kommt immer noch, ja. Gut, hast du denn auch schon mal so, sag mal, Konzeptionen gehabt, die nicht so funktioniert haben, wie du das... Telespüle, das ist doch so... Na, das Telespiele war eine Geschichte... Ach, das sei so eine das Spüle, war eine Kochsendung. Nein, Telespiele, da haben Thomas und ich uns kennengelernt vor 11 Jahren, eine Computerspielserie, nee, das war nun ausnahmsweise mein Erfolg. Aber wir haben auch schon andere Dinge gehabt, du hast ja auch schon mal beim ZDF die Flop-Show gehabt, glaube ich, dementsprechend haben wir... so einen Zoff machen müssen. Ich habe bloß meine Flop-Show nur einmal gemacht. Die war für einmal konzipiert wahrscheinlich. Ja, die war nur für einmal konzipiert, weil sie auch Flop-Show hieß. Ja, genau. Und dann haben wir auch das, was wir erreicht haben, versprochen. Warum zieht ihr denn diese Dinge immer noch so über Jahre durch, die dann nicht mehr so weil die Verträge so laufen, die langfristigen Verträge... Also bei Wetten, das ist es so, dass wir glauben... Ja, warum zieht ihr das Ding an diesen Flop noch so lange durch? Den Wetten, das Flop. Achso, ja, nee, jetzt bin ich etwas... nee, Wetten, das ist ja wohl noch ein ziemlicher Erfolg. Aber ich glaube schon noch. Ja? Die Leute sehen es noch gerne und wir machen noch so lange. Also für ein Jahr machen wir die Verträge, genau genommen. Wetten, das hängt eigentlich doch ziemlich natürlich am Tommy als Deutschlands größter Showmaster. Es hängt aber auch hauptsächlich, die Leute schalten ja gerne ein, um zu wissen... Wetten, dass sie es nicht schaffen, 25 Nonnen auf dem Fahrrad und so weiter, diese alte Nummer. Gerade bei diesen Saalwetten, gibt es da nicht manchmal irgendwie Duplikate, dass man langsam nicht mehr weiß? Also völlig richtig, gerade die Saalwette wollten wir ja sterben lassen. Als Thomas Gottschalk von Frank Elsner Wetten, das übernommen hat, war geschoben bekommen hat, weil Frank Elsner ja... mal die Flops abgibt an Tommy Gottschalk und der macht dann was draus. Naja, das müsste er jetzt mal so vorne übernehmen. Schön, danke, Alex.
mal geklappt. Wann Nein. übernimmt Tommy denn Nase vorn? So, wenn Wetten das aufhört. Wann übernimmt das? Das ist aber der noch ein Dallas? Geheimplan. Ab Wann könnte er meine Sonntag. Sendung übernehmen? Erst heute haben wir den 9. Ich glaube, das ist irgendwann nächsten Monat. Aber es sollte ja auch noch geheim bleiben. Ah ja. Ich habe dich ja eingeladen in der Hoffnung, dass der Tommy auch mal kommt. Ich dachte, der hättest du vielleicht mal mitgebracht oder so. Ich weiß es wohl und ich habe es auch so verstanden. Hat der Schiss von mir? Und nein, er hat gesagt, ja, vielleicht kommt er mal verkleidet. Hm. Könnte ja hier drunter sein. Den keiner erkennt oder so. Ich würde ihn gerne mal begrüßen hier, aber... er ist ja auch, ich sag mal, er talkt ja die Leute selbst und so weiter. Wir müssen uns jetzt lieber unterhalten. Ich habe ihn nochmal gefragt. Dann sag ich, ich komme. Und dann, du kennst ja die alte Nummer nicht. Und ich baggere ja schon seit 20 Jahren. Bei Tommy ist ja 2 Jahren. Die brauchen anrufen, der ist sofort da. Wie kommt man zum Kabelträger, zum Regisseur? Das würde mich mal persönlich interessieren. Na, weil du hast auch Sunshine Reggae auf Ibiza gemacht. Das war der Film, der vorhin nicht zu euch einfiel. Und... So bin ich dann auch zum Regisseur geworden. Ich habe irgendwo die Filme gesehen und habe gedacht, das kann ich auch. Und da hat der Produzent gesagt, mach doch mal. So mache ich doch mal. Und so habe ich es gemacht. Ja. Wie du wahrscheinlich dann auch Schauspieler geworden bist, bin ich Regisseur geworden. Hm. Du hast es ganz geschickt drauf, immer wieder einen Strick zu drehen. Ja? Ich gehe ja, schon sehr vorsichtig ran. Die sogenannte Ideenkreativität, wenn du meinetwegen gleichzeitig für 3 Sendungen, wenn zum Beispiel am Samstag hast du Wetten, dass... Am Mittwoch Gottschalk. In der Zwischenzeit müsst ihr natürlich von Emden rüber nach München trampen. Oder wie fahrt ihr darüber? Im Heliokopter. Ja, genau. Und dann, also ja von und dann gehen hier die quälenden Proben gleich weiter. Wie lange probt ihr für Gottschalk? Thomas probt 2 Tage und wir 3 Tage. Das geht schnell. Das geht also. Und in der Zwischenzeit Autogrammstunden, Modenschauen und so weiter? Na gut, also hier muss ich sagen, bei den Tingeleien bin ich glücklicherweise nicht dabei, sondern ich bereite dann die anderen Sendungen vor. Also alles, ja, was Thomas privat macht, da bin ich da nicht beteiligt. Ihr habt eine Sendung, die heißt Soll und Haben und Brot und Spiele, oder wie heißt die Firma? Eine Firma. Firma. Ja. Firma, ja. Soll und Haben ist eine Firma und die andere heißt Brot und Spiele, das ist richtig. Da bist du auch in beiden Firmen mit drin? Bei der einen, Brot und Spiele, das ist mein Metier. Hm. Wie kommt ihr auf solche Namen, das habe ich noch nie gehört. Nein, ja, wir haben gesagt, also gut, was will das Volk? Brot und Spiele. Also haben wir gedacht, soll es bekommen. Wetten, das, Gottschalk und ähnliches. Also war es naheliegend, die Firma Brot und Spiele zu nennen. Auf das Brot warten wir noch. Nein, das haben wir. Nein, nein, so. Falsch verstehen, Spiele geben wir brauchen das Brot. Ach so. Wir kriegen das Brot. Beim Soll und Haben, wie ist es da? Ja, genau. Da sage ich mir auf das Haben, genau. Wenn du jetzt zum Beispiel so eine Live-Schaltung nach Amerika, die nicht klappt, machst. Ja, da gibt es einige. Ja. Versuchen wir auch mal wieder. Ja, wir müssen jetzt mal kurz eine Unterbrechung machen, weil also jetzt... Ja. Ja. Christian Wasser. Danke, Sissi. Da gab es einer ersten Gottschalk-Show, gab es also diese Wahnsinnsschaltung. Ron Beatty. Ja. Lächelnd haben wir ihn aber gehabt, ganz kurz. Ja. 5 Sekunden. Und seine private Telefonnummer, dass jeder anrufen konnte. Das war ein Kaufhaus in Hollywood. Das war später wussten. Er hat es als seine Privatnummer ausgegeben. Es war in Wirklichkeit die Telefonnummer eines Kaufhauses. Dort haben die Leute dann angerufen. Konnten wir zwar was bestellen, aber nicht den Warren Beatty. Ach so, Warren Beatty. Könnten Sie hinterher sagen, Warren Beatty finde ich gut. Dieser Warren Beatty, kennen Sie den persönlich? Der soll ja so alles weggebrettert haben, was nicht rechtzeitig auf die Bäume kam. Ja. Ich meine, wir als Männer haben ja nichts davon. Das ist schon wirklich. Vielleicht war das dann auch irgendwo, dass wir gesagt haben, also 5 Sekunden reichen ja auch für einen Warren Beatty eigentlich in unserer Sendung und dann haben wir gekappt. Nein, wir haben mit ihm telefoniert vorher, er war auch nett und er schien ja auch gut drauf zu sein. Das war ja das Blöde. Man baggert an jemanden wie Warren Beatty wirklich Wochen. Das ist ja nicht, man ruft ihn an, kommt, na klar, mache ich kein Problem. Man baggert ja in dem Fall wirklich so jemanden an. Das verstehen denn, die unter Baggern. Und dann sagt er, ja, ich mache das, ich komme aber nicht zu euch, sondern wir müssen eine Schaltung machen. Also gut, dann schluckt man schon mal, dachte, okay, machen wir die Schaltung. Und dann steht alles und dann hat man eine halbe Stunde bevor dran ist das Bild. Er lacht in die Kamera, ist guter Laune sogar noch und bereit, alles zu tun und sieht sich die Sendung bis dahin an. Und auf einmal lernt er eine Alte kennen. In dem Moment, so, wo er jetzt rankommt, zack, ist das Bild schon wieder weg. Sagen wir mal, von manchen Stars wie Julio Iglesias und Julio Iglesias und Sag's noch mal bitte. Julio Iglesias. Udo Jürgens und Warren Beatty da, dem geht alle so ein Ruf voraus und die Schlager sind eigentlich unwichtig, die dann singen so. Das stimmt schon, also man kann sagen, Julio Iglesias, wir buchen einen Julius Iglesias tatsächlich, erstmal egal, ist es uns wurscht, was der singt. Ja. Hauptsache ist da. Würden wir bei dir aber auch machen. Wenn der jetzt seinen 3-Minuten-Titel singt, wie letztens, wo war der? Bei Nase vorn.
Nee, Whitney Houston. Nase vorn. Dann muss man ihn doch für 3 Minuten von der Sonnenbank weglocken. Das ist schwierig. Gut. Das ist natürlich nicht unser Verdienst. Da gibt es offensichtlich Tricks und Wege, um das zu schaffen. Vielleicht aber das mit haben einer Currywurst oder so. Das sind aber die Geheimnisse, die werden auch nicht verraten. Man muss ja auch noch zur Probe kommen und dann will auch noch von einer Seite fotografiert werden. Wahrscheinlich, weil die andere nicht fertig geworden ist. Und dann ist das so eine Geschichte. Ja, von welcher Seite soll man ein Stück Holz fotografieren? Immer nur seine rechte Seite muss der Kamera zugewandt sein. Deine Zuckerseite also. Ja, kann man sagen. Nein, das ist meine... Das bei mir linke. Jetzt? Moment mal. Diese Seite, nämlich diese Seite ist meine Zuckerseite. Die hier. Das ist meine. Da sehe ich viel besser aus als zum Beispiel so, obwohl du mich so viel besser magst. Ja? Okay. Das ist nicht immer einfach, weil natürlich so ein Regisseur baut ja dann so jemand, der geht von links nach rechts, von oben nach unten, soll nach allen Seiten sich verbeugen und das muss trotzdem auch passieren. Aber die Kameras müssen dann immer so gestellt werden, dass trotzdem Auflagen. Eine Seite... Es gibt Auflagen. Ja, gibt schon. Ja. Gut, wenn man den großen Stars haben will, dann muss man auch auf die eingehen. Kein Problem. Geh doch mal auf mich ein. Ja, wir haben das ja schon gemacht. Also wir haben schon oft Sendungen gehabt zusammen. Wir haben immer auf deine Wünsche, deine vielen Wünsche, was die Garderobe betraf, was das Essen betraf, was die Kleidung. Warm. Immer haben wir gesagt, ja. Selbstverständlich. Für große Leute immer, ne? Steht dann der Hundenapf. Wird der von einer Seite fotografiert? Nein, er wird immer von vorne fotografiert. Wer? Von wem warst du? Der Gottschalk. Der Gottschalk wird doch am besten von vorne. Von vorne, nicht? Ja, direkt vom Profil. Direkt. Alles andere kann man noch eigentlich einnehmen. Vergessen. Ja. Ja. Och, er kann sich welche machen. Seite findet er denn selbst am besten von sich? Ich glaube schon vorne. Vorne? Ja. Ja. Mal genau nehmen, muss ich mir überlegen. Und mir auch mal überlegen. Nehmen, rechts, links. Nein, vorne. Vorne finde ich von mir auch sehr gut. Ich habe ihn mal gesehen, als er, da wurde er so toupiert und so. Es ging ja mal das Gerücht drum, er trägt ein Haarteil. Stimmt das? Du kannst es doch sagen jetzt. Na gut, Mensch, bei dir sagt man es auch, du trägst eins. Aber man fragt sich auch, wo sollst du es tragen? Und ja. Dann Mensch, ich darf nicht dafür trinken. Ich muss gleich noch ein Lied singen. Ich kann es kaum erwarten, dass ich jetzt gleich noch ein Lied singe. Die Sendezeit ist schon wieder etwas überzogen. Hast du noch, ich würde ganz gerne noch wissen, wie du zum Kabelträger das geworden bist, dass du heute hier endest. Also ich war Bankkaufmann von Beruf. Oioioioi. Und dann, ja genau, und dann habe ich gesagt, um höhere Aufstiegschancen bei der Bank zu haben, mache ich das Abi nach und habe während der Abi-Zeit beim NDR gejobbt als Kabelträger. Und dann habe ich verglichen, Bank und Fernsehen. Da habe ich gesagt, da gibt es ja noch was anderes außer Bank, also auch mal Fernsehen. Mhm. Bin ich zum Regisseur Rainer Bertram gegangen und gesagt, wie wird man Regisseur? Und er hat mir erklärt. Da war ja selbst mal Schlagersänger. Rainer Bertram war selbst mal Schlagersänger. Ja, und damals war Regisseur. Und er hat gesagt, werde Schlagersänger, dann wirst du bald Regisseur. Ich habe gesagt, na, das kann ich auch. Bedanke mich bei Don Alfredo, alias Manfred Knoke. Bedanke mich bei Diana Körner, Ariel Kreindl. Du hast auch früher mal die Ariel-Tante gemacht mit der, was weiß ich nicht, ne? Clementine? Das war Jakobskaffee. Frau Sommer. Warst du das nicht? Die Ariel-Tante mit dem, nein? Das war ich bestimmt auch. Du hast das zu viel gemacht. Schönen Dank bei Holm Dressler und auch bei mir. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Und dann kommen die Sendungen aus Zürich. Danach läuft gleich noch ein Trailer, wie Sie die Karten bestellen können. Ich verabschiede mich jetzt mit einem Titel, der älteste Popper der Stadt. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Juhu.